So, und da sind wir wieder bei Batman Arkham Origins. In diesem Funkturm, der da gehackt wurde oder überfallen wurde, keine Ahnung. Und wir gehen jetzt mal hier hoch. Nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Toll, jetzt komme ich da nicht raus. Okay, dann hier lang. Sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Ach, du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist der Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Ja. Der Enigma ist wahrscheinlich der Riddler. Wahrscheinlich, weil er genau die gleiche Stimme hat und weil das in seinem Eintrag bei Arkham City steht. Nur mal so gesagt. Flugverbot. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Ja. Das sind solche Riddler-Aufgaben, denke ich mal. Wie wir sie kennen und wie wir sie lieben und so. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Okay, dann erledige halt beides. Kann ich auch. So, ich denke mal, jetzt kommt die frei begehbare Stadt. Nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Soda-Cola. Steht da echt Soda-Cola? Boah, das ist ja noch schwieriger zu steuern als auf dem Game, als auf der PS3. Auf dem Gamepad. Ey, was ist jetzt los? Das wollte ich jetzt nicht machen. Kann man rausdrücken aus dem Spiel. Das ist ungünstig. Lol. Ihr seht das auch, oder? Was mach ich da? Lol. Übelster Bug, ey. Und in die Fresse. So, wo geht's jetzt hin? Sollte ich zu diesem Jezebel Plaza gehen? Oh, ein Verbrechen. Das Schlauste ist, erstmal ein bisschen zu kämpfen. Dadurch kriegt man ja EP. Und dann kann ich mir schon mal
bisschen gute Ausrüstung holen. Hier muss man irgendwie früher schon die Kontertaste drücken. Denn sonst zählt das nicht mit dem Konter. Ist komisch. Vielleicht liegt es auch einfach am PC. Oh, was ist das denn? Ein verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Denn ich finde, es sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln. Aber ich muss auch zu diesem Waffenkunde beim Jessup klar sein. Kaum komme ich dazu, greifen mich alle an. Das ist natürlich klar. Ja, ich kann das Spiel überhaupt nicht. Sieht man ja. Boah, wie ich das hasse, wenn der einfach rausklickt. Das muss ich ändern, dass der rausklicken kann. Und in die Fresse. 5000 EP für sowas. Und da sind schon die nächsten. Stufenanstieg habe ich. So, ich glaube, ich hole mir den zweiten Kampfpanzer erstmal. Ich kämpfe eh immer gerne und meistens treffen mich die Leute mit den Waffen eh nicht. Sag ich jetzt und später im LP werde ich getroffen. Hä, was habe ich da denn gemacht gerade? Da hat gerade was blau geleuchtet. Wahrscheinlich, weil ich den Kampfpanzer bekommen habe. So, erstmal rüber über die Brücke. Ist eine lange Brücke. Sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Ja, die konnte man übrigens nicht in Batman Arkham Asylum. Und in Arkham City muss man dafür erst so ein Trainingszeug absolvieren. So. Goldene Schneeflocken. Sieht man hier. So, ich probiere mal den Gleittritt. Ne, der hat nicht geklappt irgendwie. Was hat der denn gerade gemacht? Fliegt in der Luft wie so ein Kung-Fu-Fighter. Also langsam nervt das mit rausklicken. Shit, der hat mich getroffen. Hier steht Polizeiwagen, aber wo sind die Polizisten? Sind die da drin? Das ist auf jeden Fall eine neue Welt. Ich krieg den Gleittritt nicht hin. Den Boden ausschalten machen. Combo ausschalten. Okay. Ich hab dem einfach nur den Arm
ausgerenkt. So, jetzt gibt's volle Kanne in die Fresse. Ich denke mal, ich muss hier durch. Ja, führt genau dort lang. Der Ort kommt mir trotzdem bekannt vor. Ja, Bowery. Das kenne ich noch. Aus Arkham City. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ah, ich kann den Sturzflug auch nicht. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Ich war ja nicht eben schon oben. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Jungs! So, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu weit machen? Ach halt, das weiß ich ja schon. Wen mache ich davon als erstes fertig? Den da mit der Waffe. Hat er gerade gesagt, der Boss ist hier oder? Was? Wie hat der mich denn gerade getroffen? Und in die Fresse. Und in die Fresse, ja, das geht am einfachsten und so. Das ist doch eine Art von Kommentieren. Immer nur in die Fresse schreien und so. Ach, der ist auch noch schneller als ich, wenn er angreift oder wie. Wenn man einmal drin ist, dann sind die eigentlich gleich. Mensch. Und. Bäh. Steht er einfach wieder auf. Willst du jetzt schon aufhören? Warum gab es da keinen Untertitel? Was ist los? Zeit zu reden. Wo ist Cobblepot? Lass mich los! Wenn du willst. Schon, was ich brauche. Mit dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren.
Was bedeutet OCC? Mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie jetzt auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Batwings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Willst du denn verbrechen? Ist das hier drunter? Ja, ich denke mal, das ist da unten. Da gehe ich da mal als nächstes hin. Wieso leuchten die denn so rot? Der hat eine Rüstung. Okay. Die mit Rüstung sind komischerweise die einfachen. Weil man da das hier machen kann. Oh, hat der mein Kombo zerstört? Gehen wir erstmal weiter. Okay, ich fliege einfach mal in der Luft. Also, ich bleibe einfach in der Luft stehen. Wir haben den Typen nie gesehen oder seine Stimme gehört. Nichts als Kurznachrichten von einer Geheimnummer. Ihr sollt recht sein, solange das Geld pünktlich auf dem Konto landet. Aber das ist ja das Komische. Hast du ihm je deine Kontonummer gegeben? Ich definitiv nicht. Wie überweist er? Kein Problem. Was war das denn? Fliege ich mal eben über die ganze Veranda hier? Konter ist eigentlich meine Stärke, aber hier ist es nicht mehr so gut. Sieht schon ein bisschen wie Action Ballett aus. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Und so. Komm. Sieh mal an, wer da ist. Du willst es also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt gedacht, der sagt jetzt, Nicht so einfach, wenn man mal den Kopf statt seiner Fäuste benutzen muss. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheißen zuzusehen. Hört sich auch ein bisschen pädophil an. Obwohl, bei Batman... Ich muss rausfinden, wie ich den Strom von hier in den Verteilerkasten in diesem Raum umleiten kann, dass wir die Tür öffnen. Mensch, ich bin nicht dumm. Das machen wir in der nächsten Folge, und... Dann würde ich mal sagen, ciao. Ich kann meinen Batarang nutzen, um den Strom an den Verteilerkasten weiterzuleiten. Ja, Mensch. Kannst du in der nächsten Folge sagen. Also, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten. Drin, wenn ich ihn irgendwie überspannen kann.